Community Meets Otto Frickel. Ja, ich habe diesen wunderbaren alten Vornamen Otto. Wir haben gefragt, was sind die größten Steuerbelastungen, die euch zu schaffen machen? Also Steuern machen ja meistens zu schaffen. Fangen wir mal an. Okay, sagt Oliver, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, unsägliche Vorauszahlung, komplette Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer. Der Hebesatz ist zu hoch, also der lebt in einer Kommune, wo er 495% hat. Naja, und dann kommt am Ende der Satz, und eigentlich gehört das ganze System reformiert. Stimmt, Oliver. Das System gehört reformiert, alleine damit solche Mails nicht mehr notwendig sind. Denn nur wenn du es einfach machst, ist es auch klar. Und dann zahlt jeder entsprechend seiner Leistungsfähigkeit seinen Teil, aber nicht nach dem Motto, wer jetzt gerade der Findige ist und welche Regel hat. Denn, gebt mal ein Beispiel, wusstet ihr, dass ein Unternehmer, wenn er einen Warteraum hat, sein Aquarium von der Steuer absetzen kann? Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Peter sagt, aus meiner Sicht Einkommensteuer, da sollte die kalte Progression angegangen werden, die weite Teile der Geringverdiener als auch der Mittelschicht immer stärker belastet. Stimmt. Machen wir immer wieder, beantragen wir immer wieder, weil wir nicht wollen, dass nur deswegen, weil du mehr verdienst, du auch prozentual auf einmal für alles, was du mehr verdienst, auch noch mehr Steuern bezahlen musst. Ist ein schöner Trick, weil du so Geld bekommst, ohne dass du Steuern explizit erhöhst. Guido sagt, Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie insbesondere Löhnensteuer meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ganz interessant, wenn der Chef das selber sagt über seine Mitarbeiter, weil er auch will, dass die an der Stelle gut bezahlt werden. Naja, also erstens kann er selber was tun, klar, aber man muss dann schon sehen, wie viel abgezogen wird. Also wir müssen da an die Steuern ran. Wir müssen dann aber auch sehen, wenn wir die Steuern senken wollen oder bestimmte, die uns ärgern wollen, wirklich entweder sogar abschaffen wollen, wie die FDP jetzt den Solidaritätszuschlag, muss man natürlich auch gucken, wo man auf der Ausgabenseite rangeht. Ist bei euch doch auch so. Ihr könnt ja nicht sagen, ich will sozusagen weniger Steuern bezahlen und dann war es das und andere sollen sich darum kümmern, sondern am Ende sind wir da eine Gesellschaft. Holger sagt, als Selbstständiger auf jeden Fall der allgemein extrem hohe Steuersatz durch Einkommens- und Gewerbesteuer und die Vorauszahlung. Es kann nicht sein, dass ich Geld überweisen muss, welches ich noch gar nicht auf dem Konto habe. Ja, und da haben wir ein weiteres Problem. Eine Besteuerung, die dazu führt, dass es gar nicht um das Geld geht, was du hast, sondern um das, was du möglicherweise bekommen musst. Und da sagt die FDP eben auch, wir müssen es gerade bei kleineren Unternehmern erreichen und auch insbesondere bei Gründern, Startups als dieses wunderbare neue Wort, gut, ich bin da schon ein bisschen älter, denen eben die Möglichkeit zu geben, dass sie erst dann zahlen, wenn wirklich der Laden noch richtig läuft und nicht deswegen, weil sie fiktiv schon eine Rechnung haben, die bezahlt werden muss, beziehungsweise die dann besteuert wird. Leo, dringender Handlungsbedarf beim Soli und bei der Finanztransaktionssteuer. Das eine, der Soli, muss weg. Das andere, die Finanztransaktionssteuer, darf nie kommen. Stimmt. Was macht die FDP? A, sie bekämpft die Finanztransaktionssteuer, weil sie nicht zielgenau ist und auch den Kleinsparer trifft, also den, der fürs Alter ein bisschen vorgesorgt und gespart hat. Ja, und mit dem Soli, ich glaube, das ist ganz einfach. Versprochen war, am 01.01.20 ist Schluss. Die Koalition sagt, am 01.01.21 ist für die Hälfte Schluss, vom Volumen her. Ganz ehrlich, wenn man als Politik Versprechen gibt, dann sollte man die auch einhalten. Die FDP sagt aber nicht einfach nur, ja, wir finden das schlecht, sondern wir machen einen eigenen Gesetzentwurf, komplette Abschaffung. Und wir finanzieren die notwendigen 20 Milliarden gegen mit über 560 Anträgen im Haushaltsverfahren. Und zeigen damit, dass man, wenn man will, auch auf bestimmte Steuern verzichten kann. Man muss auf der Ausgabenseite auch ran. Jens, es ist keine einzelne Steuer, das ist auch nicht schlecht, die einen belastet, sondern die Vielzahl an Steuern, mit der Bürger belastet werden. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Versicherungssteuer, Kfz. Junge, 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 da sind ganz schön viele. Kirchensteuer, Soli und, und. Wobei, Kirchensteuer, vielleicht das mal am Rande. Bei der Kirchensteuer hast du die Möglichkeit zu sagen, ist nicht meine Kirche. Aber was du natürlich, Jens, hier richtig sagst, ist, naja, es sind ganz viele Steuern. Und das ist das Problem. Wir Deutschen sind Gerechtigkeitsfanatiker. Wir sagen immer, naja, wir brauchen Steuern, ist klar, sonst funktioniert der Staat nicht. Und dann wollen wir den Fall besteuern und den und das ist ungerecht und finden nochmal 740 neue Regelungen. Was kommt am Ende raus? Man weiß gar nicht mehr, warum man was und wie besteuern. Und immer, wenn der Staat eine neue Idee hat, Geld auszugeben, müssen wieder andere kommen, die eine neue Idee haben, wie man besteuert. Dass man bei Steuern mal was renovieren muss und dass man sich überlegen muss, ob ein Steuersystem, das noch basiert auf dem, was man vor über 100 Jahren mal gedacht hat, richtig ist, darüber, glaube ich, muss man auch reden. Und man muss auch darüber reden, dass jeder weiß, wofür er eigentlich Steuern bezahlt. Denn das ist ja auch das Problem. Ich glaube, dass ganz viele Leute bereit sind zu sagen, ja, ich bin bereit, Steuern zu zahlen. Ich verdiene, ich bin auch bereit, meinen Teil zu tun. Aber sie wollen wissen, wofür. Und da vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wofür wir Steuern zahlen, kann ich theoretisch im Haushalt sehen. Aber für alle, die es interessiert, vielleicht noch mal so ein kleines Rätsel. Was glaubt ihr, für welche Ebene man mehr Steuern bezahlt? Also von einem Steuereuro, wie viel geht an den Bund, wie viel geht ans Land, wie viel an die Kommunen? Die meisten werden jetzt sagen, oh ja, die Mehrheit an dem Bund, die hat ja ganz viel Geld und die armen Länder, die armen Kommunen. Irrtum. Dieses Jahr zum ersten Mal wird es sogar so sein, dass die Länder mehr Steuereinnahmen zusammen haben als der Bund. Hört sich komisch an, ist aber so. Und da müsst ihr auch gucken. Denn auch die Länder wollen natürlich gerne Steuern für ihre Aufgaben haben.
Tja, dann kommt eine Auflistung von Siegfried. Puh, holla die Waldfee, der hat aber alle Steuern aufgezählt. Ja, wir haben viele Steuern. Jedenfalls sind hier über 30 und sagt dann noch Fragen. Da sagt er, nun weiß ich nicht, worüber ich mich mehr ärgern soll, über die Höhe oder die Vielzahl der Steuern. Naja, über beides. Aber vielleicht auch in der Frage, dass man es anspricht und auch sagt, was man von Politik erwartet. Also ich bin als Haushälter zum Beispiel jemand, der ist ja so ein kleiner Masochist. Wir sagen immer, was nicht geht. Das Komische ist nur, und fragt euch das auch mal, wer ist beliebter? Der, wenn ihr was haben wollt, keine Ahnung, irgendwie Förderung von Games, kommt jetzt. Ist auch richtig, ist ein Stück Kultur. Aber dann kostet das beispielsweise 50 Millionen im Jahr. Dann muss man mal gucken, ist das wirklich so, dass das gut ist? Und mag ich den Politiker nur deswegen, weil er mir das gibt, was er sagt? Oder mag ich eigentlich mehr den, der sagt, nee, machen wir nicht und am Ende muss ich dann nicht mehr Steuern zahlen? Das hängt alles zusammen. Und da, glaube ich, muss jeder Bürger aufmerksam auch mal sagen in der Diskussion, ist ja schön, dass du da eine Ampelanlage zum Beispiel haben willst, die 150.000 kostet. Reicht nicht vielleicht der Fußgängerüberweg für 10? Was haben wir denn noch? Steuern auf Kraftstoffe. Ja. Ist alles ein bisschen komisch, weil wenn wir mal gucken, du hast die Kfz-Steuer, du hast die Treibstoffsteuer bei, du hast die Mehrwertsteuer, du hast Bahnfahren die Mehrwertsteuer. Aktuelle Entscheidung, die Bundesregierung will jetzt die Mehrwertsteuer bei Langstreckenbahn von 19 auf 7 senken. Hört sich gut an. Was sagt die Bahn? Ja, wenn ihr die Steuer senkt, dann werden die Preise nicht steigen. Merkt ihr? Komisch, ne? Ja. Kann man sich aber auch fragen, wieso, wenn ich um 12% weniger Steuerbelastung habe, warum, dann müssten doch um 12%, nein, passiert nicht. Umweltbundesamt und andere haben festgestellt, was ist die ökologischste Art, die nachhaltigste Art, Langstrecke zu reisen, also innerhalb Deutschland? Das ist nicht die Bahn, das ist der Fernbus. Ein voller Fernbus mit ganz vielen Leuten ist der, der in der Gesamtrechnung am umweltverträglichsten noch ist. Kriegt der auch 7%? Nö, der soll 19% kriegen. Irre? Naja. Und jetzt könnte man sagen, ja, oh, dann wird ja wie bei der Bahn für die Langstrecke von 19 beim Bus auf 7 gesenkt. Könnte man denken, ist aber nicht so. Warum? Naja, der Bus, das sind ja meistens die bösen Privatunternehmen und die Bahn, das ist ja öffentliche Seite, ist zwar eine Aktiengesellschaft in privatrechtlicher Form, aber es ist ja die öffentliche Seite, also die Guten und die Bösen. Und das ist interessant, dass immer wieder die Frage kommt, wen kann ich wie besteuern, danach gemacht wird, wen mag ich und wen mag ich nicht. Besteuerung muss aber nach Leistungsfähigkeit gehen, Besteuerung muss, wenn ich in die Frage Umwelt gehe, nach der Frage gehen, wie hoch die Verschmutzung ist. Und deswegen sind diese Lösungen und das, was die Koalition da macht, schon ziemlich bescheuert. Und wir müssen uns auch mal entscheiden. Sind wir nun mal als Menschen einfach gerne unterwegs oder bleiben wir lieber zu Hause sitzen? Ja, manchmal kann man Geld sparen, indem man sagt, wir machen eine Videokonferenz. Aber manchmal ist es auch notwendig, dass man die Leute trifft. Puh, Baldwin, Spitzensteuersatz beim 20-fachen Arbeiter, Durchschnittslohn und so weiter. Ja, heute schon 1,8-fachen. Stimmt. Das ist wieder die Frage Progression und da müssen wir genau gucken. Was erwarten wir von wem, dass er welchen Anteil am Steueraufkommen leistet und an bestimmten Stellen muss überhaupt an bestimmten Stellen von jemandem Steuern gezahlt werden. Puh, was haben wir hier? Oh, das ist eine ganz schwierige Kiste. Wenn man geschieden ist, kommt man in die Steuerklasse, die eigentlich Singles haben, obwohl der Mann Unterhalt an Frau und Kinder zu zahlen hat. Genau die Geschichte und so weiter und so weiter. Also hier steht ein Problem und das stimmt. Das ist auch ein Problem, mit dem sich die Familienpolitiker beschäftigen, aber auch die Steuerpolitiker. Nämlich, dass Eheleute letztlich gemeinsam veranlagt werden, dadurch einen gewissen Vorteil haben, auch bei der Progression, nach dem Motto, jeder wird nur in Anführungszeichen jetzt so besteuert, dass er 50-50 aufgerechnet bekommt. Das bringt was. Und wenn man dann geschieden ist, hat man die Unterhaltspflichten und merkt übrigens dann erst, dass in der Trennung das ziemlich viel Geld, teilweise in Anführungszeichen sogar richtig wehtun, viel mehr Geld kostet. Hier müssen wir ran. Das ist dann aber auch eine Frage, wie wir entweder an der einen Kante, also bei der Frage, wie macht man es vorher, eine deutlichere Regelung macht, wenn man verheiratet ist, oder aber, dass wir andere Anrechnungsarten finden. Jedenfalls, wenn schon eine Ehe auseinandergeht, dann sollte man schon gucken, dass es nicht auch noch finanziell zu einer enormen Belastung wird. Und wer dann übrigens am meisten leidet, wenn Kinder da sind, darüber, glaube ich, brauchen wir auch nicht zu reden. Also hier ist Handlungsbedarf, auch deswegen, weil wir inzwischen so viele andere Gesellschaftsmodelle haben, dass so sehr der Splitting-Vorteil, wie er technisch genannt wird, notwendig ist, wir doch gucken müssen, wie das am Ende auch in den Rest unseres Lebens fällt. Frank, ich finde, es darf durchaus viele Steuerarten geben und Steuern dürfen auch hoch sein, wenn die Gegenleistung stimmt. Das ist die Frage, was der Staat ausgibt und was wir vom Staat bekommen. Nehmen wir das eigentlich wahr übrigens, was wir vom Staat bekommen? Was wir an Leistungen haben, die Stadt, Land und Bund und Europa uns bringen? Manchmal nicht so sehr, aber geht einfach doch mal im Zweifel durch die Straßen und guckt, was da alles mit euren Steuergeldern gebaut worden ist. Und übrigens, ich wette, jeder, der mir jetzt zuguckt, ist Steuerzahler. Ja, jetzt sagen alle, der Fricke spinnt. Aber ich wette, entweder ihr habt heute schon was gekauft oder werdet noch was kaufen. Und dann zahlt ihr Mehrwertsteuer. Merkt man zwar nicht, ist auch so ein kleiner Trick. Aber diese Mehrwertsteuer geht an Bund, Land und Kommunen.
und ein kleiner Teil auch nach Europa. Naja, und Fragen schreibt dann auch, ideal fände ich, wenn das Finanzamt eine ausgefüllte Steuererklärung kriegt und ich sie unterschreiben oder korrigieren muss. Hört sich cool an. Aber damit das Finanzamt das machen kann, muss das Finanzamt quasi alles über dich wissen. Willst du das? Ich wollte es nicht. Ich wollte schon in Eigenverantwortung, dass ich angebe, was ist. Und ich wollte schon auch, ich muss es vollständig machen, dass ich dann auch sehen kann, wo etwas mich steuerlich belastet, dass ich dann auch möglicherweise absetzen kann, was der Staat noch gar nicht weiß. Na gut, er müsste dann zum Beispiel wissen, wie ich pendle, wann ich pendle, mit welchem Auto ich gependelt war oder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad und das für jeden Tag. Soll ich dann jeden Tag dem Finanzamt vorher schon Bescheid geben, damit sie mir die Steuererklärung machen? Vorsicht. Helfen aber, und da hat Frank recht, wenn man schon einen großen Teil von dem, was das Finanzamt weiß, und da weiß es doch schon einiges, wenn es das schon in die Steuererklärung online macht, ginge, wäre gar nicht so schwierig. Problem übrigens da, es ist kein Bundesfinanzamt, sondern es sind Länderfinanzämter. Letzte Frage, Mirko. Die Einkommensteuerwelle müsste dringend entzerrt werden durch die alleinige Verschiebung des Grundfreibetrages nach rechts. Oh, das ist jetzt wieder Technik. Wird der Mittelstand plakativ gesprochen nach und nach zwischen Hartz IV und Spitzensteuersatz zerquetscht. Und da ist etwas dran. Nämlich die Frage, ob es sich für manche Menschen, da kann man sagen, aber wir sollten doch alle arbeiten und es wäre doch wichtig, dass wir Teil der Gesellschaft sind und uns nicht von Transferleistungen in Anführungszeichen durchs Leben führen lassen. Aber wo ist der Anreiz? Und da ist die FDP klar der Meinung, dass man a. bei der Besteuerung genau gucken muss, wann sie einsetzt, damit derjenige, der bisher beispielsweise in Hartz IV war, wenn er anfängt, Geld zu verdienen, das auch spürt, dass es für ihn ein Mehr an Möglichkeiten bedeutet. Das heißt aber auch, und das muss man auch sehen, wir müssen natürlich klar machen, wen wir wo in der Progression besteuern wollen. Darüber kann man dann diskutieren. Das ist klassische Politik. Wie überhaupt Steuern Politik ist. Denn es geht ja um die Frage, wer zahlt wie viel für die Gemeinschaft, weil er welche Verantwortung hat. Es gibt unendlich viele Fragen zum Thema Steuern. Was da die richtige Lösung ist? Naja, ich glaube, ich habe hier ein paar Tipps gegeben. Aber am Ende müsst ihr entscheiden. Denn ihr seid Teil dieser Gesellschaft und ihr habt den Einfluss. Auch auf solche Politiker wie mich. Aber jetzt ist das Gute, es ist Schluss.